Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder einmal um den siamesischen Kampffisch. Das Video wollte ich nochmal überarbeiten. Er ist beheimatet in Kambodscha und in Thailand. Dazu habe ich jetzt gleich nochmal ein Foto von der Weltkarte gezeigt. Hier haben wir als erstes einmal Thailand und als nächstes kommt gleich noch eben Kambodscha. Die Tiere werden dort gezüchtet und auch gehalten und dort auch mit Kämpfen zwischen Bauern oder auch reichere Leute haben früher damit gekämpft, heute sind es noch immer viele, die es machen. Dabei wird das unterlegene Tier durch die hohe Aggressivität der Männchen, durch ihre Revierverteidigung unterdrückt oder durch Stress stirbt es dann und der Stärkere gewinnt dann eben. Wildfarben sind die Männchen in dem Fall rot bis braun und die Weibchen gelb bis braun gefärbt, aber durch die Zucht sind mittlerweile so viele unterschiedliche Farben entstanden. Hier haben wir zum Beispiel einmal ein Männchen mit blau schimmernden Schuppen. Ein Whale-Tail und einmal ein Weibchen, welche kürzere Flossen haben und dieses hier hat Laichstreifen. Dadurch sind, wie gesagt, Kurzflosser entstanden und Langflosser, der Whale-Tail, Crown-Tail, Half-Moon, Double-Tail. Dazu werden diese noch in der Weltorganisation für Better-Züchtung eingeteilt. Dabei wird ein Drittel der Körper mit berücksichtigt und zwei Drittel die Flossen. Diese Lamberinfische wie Bettas sind nicht ausschließlich aus der Kiemenatmung angewiesen, sondern sie können auch an der Oberfläche vom Wasser Sauerstoff, also am atmosphärischen Sauerstoff atmen. Die Luft sollte dabei aber immer die Temperatur wie das Wasser ungefähr haben, damit sich die Tiere nicht erkälten können und so erkranken oder sterben. Die männlichen Tiere sind oft auch weiblichen gegenüber aggressiv, sind aber meistens viel aggressiver als diese. Deshalb sollte man sie auf jeden Fall nur in Einzelhaltung halten. Dadurch, dass die Rivalen dann so gestresst werden, dass sie dann auch sterben können oder die Bettas selber durch ihre großen Flossen, durch die hohe Anstrengung, durch das Hin- und Herschwimmen dann auch selber sterben können. Deshalb ist gerade bei Männchen auch eine Einzelhaltung empfohlen und keine Gruppen- oder Paarhaltung. Andere langflossige Fische werden dabei auch sehr gerne angegriffen, wie zum Beispiel Guppies. Da sie als eigenartige Rivalen angesehen werden und so dann attackiert werden, das auch wieder Stress für den Better selber verursachen würde und dies auch früher zum Tod führt als normalerweise. Das Becken sollte dadurch auch eine Größe von 25 bis 30 Litern nicht überschreiten. Dadurch, dass diese Tiere durch ihre Zuchtform so extreme Flossen haben und dadurch halt Anstrengungen haben, wenn sie umherschwimmen, das dem Tier einfach nur schadet. Und in der Zucht werden sie in Thailand oft auch oder Kambodscha in einfachen Plastikflaschen gehalten, die abgeschnitten sind und dann vielleicht ein Liter hineinpasst, wo sie drin gezüchtet werden. Da muss aber natürlich trotzdem immer darauf geachtet werden, dass das Wasser frisch ist, obwohl sie nicht so hohe Ansprüche haben. Und die Wasseroberfläche sollte still sein, es darf keine Strömung sein. Und dadurch, dass sie auch an der Luft atmen können, muss kein Sauerstoff extra hinzugefügt werden. Das Aquarium sollte dann allgemein eine Temperatur zwischen 24 und 30 Grad Celsius haben. Der pH-Wert sollte zwischen 7,5 und 6 liegen. Und die Gesamthärte sollte zwischen 2 und 22 deutschen Härtegraden liegen. Das Aquarium allgemein sollte dabei etwas dichter bepflanzt sein, damit sich die Tiere verstecken können und auch nachher für die Zucht sehr wichtig ist. Und sie werden etwa 3 bis 5 Jahre alt, wenn die Bedingungen alle passen. Die Männchen werden bis zu 7 cm groß, die Weibchen meistens etwas kleiner, da auch die Flossen kürzer sind. Und die Männchen sind in der Regel etwas farbenprächtiger und haben größere Flossen. Zur Zucht ist dann noch zu sagen, dass die Männchen Schaumnester bauen an der Wasseroberfläche und an Pflanzenteilen, sodass die Nester nicht wegschwimmen können. Dabei ist es wichtig, dass sie vorher eine Schaupaarung haben, das heißt, das Männchen und das Weibchen tun so, als würden sie sich paaren. Das ist zur zeitlichen Abstimmung des Paarungsaktes. Das Weibchen und das Männchen verschlingen sich dann, also das Männchen legt sich ums Weibchen, welches auf dem Rücken schwimmt, und es werden gleichzeitig Samen und also Spermien und Eier abgegeben. Diese fallen dann runter, das Männchen löst sich dann schneller aus der Laichstarre als das Weibchen und sammelt die ganzen Eier auf und spuckt sie ins Nest hinein. Das Weibchen dann nicht an der Zucht beteiligt ist oder an der Aufzucht nicht, wird es von dem Männchen vertrieben und die Männchen ziehen dann die Jungen selbst auf. 50 bis 300 Eier werden pro Zuchtpaar gelegt in pro Gelege und
werden dann dementsprechend später auch geschlechtlich getrennt, damit sie sich nicht weiter vermehren oder Aggressivität ausgebildet wird. Je nach Zuchtform und Flossenform sind die Tiere dann zwischen 4 Euro und 17 Euro zu haben. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, die extrem teuer sind, weil sie halt durch die Bewertung sehr gut ausgezeichnet sind und daher teurer werden. So, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war besser als das erste Video. Und wenn ja, lasst mal ein Like da, lasst mal einen Kommentar da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.